erste Rednerin am Rednerpult ist Dagmar Berlakovic-Jenewein von der FPÖ. Ja, jetzt kommen wir zur Verhandlung als Budget Gesundheit. Das ist halt ein bisschen eine schwierige Geschichte immer beim Budget Gesundheit, Herr Bundesminister, vor allem mit Ihnen als Minister an der Spitze, der Sie ja nicht einmal wissen, wofür Sie eigentlich das Geld einsetzen. Im Budgetausschuss, ich habe Ihnen das schon vor 2 Tagen gesagt, haben wir Sie gefragt, was Sie denn planen für die ELGA beispielsweise. Da haben Sie uns zur Antwort gegeben 5,9 Millionen. Auf die Frage, was planen Sie denn an Werbekosten für die ELGA ein, haben Sie uns wieder die Antwort gegeben 5,9 Millionen. Ich habe Ihnen einfach den Eindruck, Sie wissen es selber gar nicht. Was auch immer Sie sozusagen für Antworten geben, Sie sagen halt einfach Ihre Plattitüden. Wenn man sich anschaut, Ihre Wirkungsziele, so haben Sie Wirkungsziel 1, ein sehr löbliches, die Sicherstellung einer auf höchstem Niveau qualitätsgesicherten, flächendeckenden, leicht zugänglichen und solidarisch finanzierten, integrierten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, ohne Unterschiede nach Bildung, Status und Geschlecht. Naja, das ist natürlich ein Nonar-Wirkungsziel. Na, selbstverständlich werden das alle Menschen unterschreiben und werden sagen, ja, das soll so sein. Aber wenn ich jetzt ein bisschen überlege, was Sie sonst an Aktivitäten gesetzt haben, dann fällt mir hier eines schon auf. Was Sie hier nicht dazu geschrieben haben, ist nämlich das Alter. Beim Alter sind Sie nämlich genau der Bundesminister, der sehr wohl diskriminierend ist im Gesundheitswesen. Und das kann man festmachen an dem Screening-Programm für die Brustkrebsvorsorge. Da sind nämlich Frauen ab einer bestimmten Altersgruppe sehr wohl diskriminiert. Die haben nicht den gleichen Zugang wie die Jüngeren, sondern die müssen sich extra auch noch einem Opt-in aussetzen, müssen vielleicht die Enkel bitten, dass sie sich über das Internet anmelden. Das ist also meines Erachtens schon diskriminierend und das ist auch sehr entlarvend. Und da hätte ich mir, Herr Bundesminister, da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass Sie da vielleicht auch bei Ihrem Nachschärfungsmurks, also den ersten Murks, den schärfen Sie ja jetzt schon wieder nach, wenigstens darauf eingehen. Das Zweite ist, wenn man sich dieses Screening-Programm ein bisschen genauer durchschaut, so sollen ja die Sonografien von nahezu 100% derzeit auf 35% runtergefahren werden. Was Sie sich davon an Einsparung versprechen, haben Sie nicht beantworten können oder auch nicht wollen. Gleichzeitig ist in diesem Screening-Programm, aber ist es in diesem Screening-Programm aber so, dass hier jede Frau auch Frauen, die überhaupt keine Versicherung haben, die also keine Krankenkassenbeiträge einbezahlen, die können sich jetzt also auf der Krankenkasse melden, bekommen eine Versicherungsnummer, eine E-Card und können auch dieses Screening-Programm in Anspruch nehmen. Da stelle ich mir jetzt schon die Frage, sollen jetzt die Einsparungen von den Sonografien der Österreicherinnen hin zu den Illegalen verlagert werden, dass die also am Mammographie-Screening teilnehmen können? Also das ist doch der völlig falsche Weg, den Sie hier anlegen. Oder auch Ihr Wirkungsziel Wirkungsziel 3 ist auch so ein, die Sicherstellung der Förderung, der Erhaltung, der Wiederherstellung der Gesundheit in der gesamten Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung und so weiter und so fort. Ja, selbstverständlich. Aber Herr Bundesminister, das brauchen Sie doch nicht extra formulieren. Das muss doch klar sein, dass es hier keine Verschlechterungen geben darf. Aber gleichzeitig, wenn man dann nachliest, wie wollen Sie dieses Wirkungsziel denn überhaupt erreichen? Eine Verbesserung des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung durch Umsetzung des Nationalen Aktionsplans Ernährung. Also, Herr Bundesminister, Ihr eigener Ernährungsplan, dieser NAP, den Sie sozusagen vor einigen Jahren als ganz groß präsentiert haben, das ist nichts anderes als eine Empfehlung. Also, wenn Sie ihn bis jetzt nicht umsetzen konnten aufgrund einer Empfehlung, werden Sie sich auch in Zukunft schwer tun, den aufgrund einer reinen Empfehlung durchzusetzen. Da werden Sie schon Maßnahmen ergreifen müssen, die auch wirklich Hand und Fuß haben. Aber ich erinnere mich mit Schaudern, vor 2 Tagen saßen Sie hier in der Aktuellen Stunde und haben gesagt, Sie persönlich haben sich so eingesetzt dafür, dass also jetzt das Schlaganfallrisiko runtergeht. Sie haben sich dafür eingesetzt, indem Sie das Salz in der Ernährung reduziert haben. Ich meine, also Bundesminister, wenn das Ihre einzige Maßnahme ist, da muss ich mich dann schon fragen, sind Sie wirklich in der Lage, überhaupt irgendetwas zu realisieren, was in dem Gesundheitsbereich wirklich vorgeht? Weil ich lese Ihnen jetzt das vor, was der Herr Rechnungshofpräsident hier gestern gesagt hat zur Problematik Gesundheit. Er hat nämlich gesagt, wir haben ein Musterkrankenhaus, das internationale Anerkennung hat, das AKH. Wir haben seit 24 Jahren dort keine gemeinsame Betriebsführung. Wir haben keinen abgestimmten Leistungsauftrag.
Wir haben aber einen Bundesminister für Gesundheit, der vor einem Dreivierteljahr eine Gesundheitsreform sich hat feiern lassen für eine angebliche Gesundheitsreform. Das, Herr Bundesminister, das wäre die originäre Aufgabe von Ihnen gewesen, dass Sie einmal genau diese Strukturen, diese Probleme, diese Ströme, nicht nur jetzt die organisatorischen und verwaltungsrechtlichen, diesen Grudelmudel endlich einmal straffen, natürlich auch die finanziellen Ströme. Das wäre endlich einmal ein Thema, dem Sie sich widmen sollten, um dieses Gesundheitssystem auch auf gesunde Beine zu stellen, um es auch nachhaltig zu sichern. Es nützt doch nichts, wenn Sie permanent frisches Geld hineinpumpen und dann sagen, ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr, weil jetzt ist die Arbeitslosigkeit so niedrig, dass jetzt die Einnahmen bei den Krankenkassen sprudeln. Die Arbeitslosigkeit ist die höchste der Zweiten Republik, Herr Bundesminister. Die Einnahmen sprudeln auch nicht, sondern ganz das Gegenteil. Und ich bin gespannt, wie Sie nächstes Jahr, wenn sozusagen die Ergebnisse vorliegen, wie Sie dann wieder argumentieren werden.